Warum ist das nötig? Sagt er, während er sich an einem Stück Trümmer aufrichtet und jetzt mal wie auf den eigenen Beinen steht. Um deine Identität zu bestätigen. Bevor wir jegliche weitere Informationen rausgeben, aber Brüder, deine Gegenwart ist rein. Er scheint wahr zu sprechen. Auch dann habe ich nur noch eine Frage, Bruder Kalai. Beende mir bitte ein Zitat. Into the fires of battle. Onto the anvil of war. Willkommen, Bruder. Er schlägt sich einmal kräftig mit der Faust, mit der rechten Faust gegen die Brust. Was ist passiert? Ich hab... Die Alva-Legion scheint auf Relas aktiv zu sein. Verräter-Marines der übelsten Sorte. Und ich fürchte, sie haben 4 deiner Brüder getötet und ihre Rüstung genommen und geben sich jetzt für Salamander aus. Deswegen unsere Vorsicht. Verzeih. Für einen kurzen Moment reagiert er, also zumindest nicht offensichtlich. Verräter. Er spricht. Welche aber meiner Brüder? Ich nenne den Namen, von dem ich was gegessen habe. Ich weiß ihn aber nicht mehr. Und du hattest wahrscheinlich ein Team? Genau, also dein Team war 6 Leute groß. Wo die anderen sind, weißt du nicht. Du hast den Kontakt vor grob 2 Stunden mit denen verloren. Er bestand teilweise aus Celius, aus Oron und aus Draken. Und wenn er dir den Namen sagt, dann ist das einer derjenigen, wo der Kontakt vor 2 Stunden abgebrochen ist. Das sind ihre Namen. Ich nehme diesen an, das sind alle 4 aus meinem Team. Ja, 3. Wir wissen den Namen des anderen nicht mehr, weil wer mitgegessen hat, ist Ozean. Naja, sie waren Teil meines Teams. Wir waren vor ungefähr 2 Stunden getrennt. Und da war kein anderer. Nur die 4, die ihr gefunden habt. So scheint es, ja. Aber es bleibt leider keine Zeit hier zu verweilen, um deine Brüder angemessen zu trauern. Wir sind in einer Krisensituation. Wir müssen versuchen, an die Oberfläche zu gelangen und eine Kommunikation wiederherstellen. Hast du vielleicht noch Kommunikation mit deinen Brüdern? Nein. Auf kurze Distanz kann ich mich telepathisch verständigen, aber nicht bis in den Orbit. Interessant. Und der Warp sollte immer die letzte Möglichkeit sein. Nun, dann lasst uns aufbrechen. Diese Region ist vielleicht schon bald überflutet. Ja, er schaut mal zu Bruder Gabriel. Ihr habt ihre Gensaat gesichert. Ja, dann ist es nun meine Mission, sie in Sicherheit zu geleiten. Ich werde euch folgen. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Octavius von den Ultramarines, derzeit Deathwatch. Ich bin Gabriel von den Dark Angels, derzeit Deathwatch, Apothekarius. Ich bin Cray. Jetzt Deathwatch. Hat Cray Legionsinsignien von vor der Deathwatch an sich? Ravenguard. Ja, also diese Schweigsamkeit passt natürlich auch zu der Ravenguard. Ja, er ist zumindest kein Black Shield. Es ist zwar eine schwarze Rüstung, aber der weiße Rabe darauf spricht daneben für die Ravenguard. Okay. Gut. Wer ist der Kommandant eures Killteams? Ich schlag mir auf die Brust. Mir wurde diese Ehre zuteil. Ja, dann schlägt man sie auch nochmal auf die Brust. Dann unterstelle ich mich euch, bis wir die Gensaat gesichert haben oder einen größeren Trupp-Salamanders finden, in den ich mich eingliedern kann. Ja, ich nicke ihm respektvoll zu und dann lasst uns aufbrechen. Wir haben einige unserer Brüder verloren und wir nehmen jeden gerne an unserer Seite, Bolter an Bolter, dem wir vertrauen können. Ja, er nickt einmal sich um. Gut. Wie tief sind wir momentan? Ich kann mich erinnern, dass echt gefallen bin, ziemlich weit. Das ist unklar, weil
Der Boden ist jetzt die Wand. Gut. Ja, so wird euer Weg, die verschiedenen Treppenstufen, die jetzt umgekehrt vor euch liegen, relativ schwierig werden. Es wird 2-3 Stunden dauern, gerade weil eure Bikes von den White Scars irgendwo in den Fluten unter euch untergegangen sind. Und ja, einige Zivilisten könnt ihr auch noch erkennen, die dann ihr Leben gelassen haben auf eurem Weg. Die wurden dann von den Energiestrahlen zerkocht, haben sie dann doch nicht die Widerstandskraft oder eine Servorüstung von einem Space Marine. Auch waren diese Unterhives selbstverständlich vor allem von Arbeitern bewohnt. Aber all diejenigen, die ihr dann eben noch auf eurem Weg erkennen könnt, die den langen und beschwerlichen Weg nach oben, sind eben tot. Nach 2 Stunden könnt ihr an die Oberfläche kommen, habt dann auch unterwegs eure Helme miteinander verbunden, sodass ihr dann eben auch die Frequenz ausgetauscht habt. Könnt ihr dann so in diese Deathwatch-Frequenz mit eingeladen haben. Und während ihr nach oben lauft, könnt ihr immer mal wieder prüfen, ob es Kommunikation auf Kurz- oder Langstrecke gibt, was aber bisher immer noch nicht der Fall ist. Erst wenn ihr dann ganz oben angekommen seid, könnt ihr hören, wie auf der Deathwatch-Frequenz sich ein Thunderbird mit euch in Verbindung setzt. Brüder? Hier spricht Octavius. Identifizieren Sie sich. Ja, du kannst mich ruhig duzen. Xerxes, der Reiniger mit dem Stängel im Maul. Soll ich euch abholen oder nicht? Auf die Hilfe. Ja, eine Abholung wäre wünschenswert, Xerxes. Ja, ich sehe auf meinem... seid ihr vollständig oder hattet ihr Verluste? Wir müssen dann, sobald du uns eingesammelt hast, noch nach unseren anderen Brüdern suchen. Aber mach hin. 20 Kilometer dauert. Bin aber schon unterwegs. Ja, ich sag dann wieder zu meinen Brüdern, lasst uns einen Ort suchen, wo ein Thunderhawk landen kann. Ja, dann schaut man sich mal um, ob man wo eine geeignete Landestelle wäre. Ja, also der kann, gerade wenn er von der Inquisition kommt, an vielen Stellen landen oder eben auch dann so in der Luft stehen bleiben, dass ihr dann aufspringt, kann sich ein bisschen umblicken und solange er dann eben auf euch zufliegt, auch wenn es dann nur 20 Kilometer sind, aber ihr könnt euch dann in den nächsten 5 Minuten eine Stelle ausgesehen haben, an der ihr dann abgeholt werden könntet. Das ist eine riesige Statue von irgendeinem Gouverneur, möchtet ihr meinen, die dann jetzt nicht mehr aufragt, sondern eben so etwas wie einen netten Steg bildet, den ihr dann benutzt, könnt dann eben bis zu dem Kopf marschieren und ragt dann so weit aus der sinkenden Stadt hervor, dass Xerxes euch dort aufsammeln kann. Und wenn die Statue massiv ist und uns alle aushält, dann wäre das gut, ja? Ja, die Statue ist dann sicherlich 10 Meter hoch und dann aus Plaststahl gefertigt. Also da könnt ihr dann auch mit euren Servorüstungen rauf. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das. Ja, könnt ihr, wie gesagt, ein bisschen warten. Seht dann auch, wie der schwarze Geflügelte dann auch auf euch zuhält und irgendwann neben euch langsamer wird, runtergeht und die Luken aufmacht, sodass ihr dann nach und nach reinspringen könnt. Während unserer Wartezeit haben wir noch irgendwelche Zivilisten gesehen, die man vielleicht auch noch retten könnte? Wollte ich auch gerade fragen. Also jetzt, wenn ihr weiter abseits, nicht mehr in den Unterhive seid, sondern weiter oben, da werdet ihr dann auf vermehrt Zivilisten treffen können, die dann auch nicht direkt im Schussfeld waren. Von dieser Laserbatterie aus dem Orbit, da könntet ihr da so sicherlich so 20 Zivilisten gerettet haben auf dem Weg, wenn ihr wollt. Das will ich. Ja. Aber wir checken die Zivilisten auf Waffen, bevor wir sie mitnehmen. Das sind vor allem Arbeiter mit irgendwelchen Schlüsseln, Schraubenschlüsseln in der Hand, irgendwelche niederen Geweihte vom Mechanikus, die dann vielleicht den Tiamat repariert haben, zumindest haben sie irgendwelche Zahnräder auf ihren Roben und ist nichts höhergestelltes. Einer von denen ist vom Ministerium, also irgendein Verwaltungsbeamter, der dann hier eingeteilt worden ist und so könnt ihr dann
20 Leute eingesammelt haben. Die Waffen könnt ihr auch sonst abnehmen, also wenn das als Waffe durchgeht, aber gerade auch so ein Schraubenschlüssel, der kommt ja sowieso weder durch eure Rüstung noch durch euren Widerstand. Also es ist nichts, was euch irgendwie Gefahr bereitet und auch keine Tausachen dabei, die dann durch eure Rüstung durchbrennen. Ja, wir identifizieren uns als Deathwatch, Imperator, treue Astartes und sagen, folgt uns, wenn ihr leben wollt. Ja, wir folgen euch, meine Engel. Ihr seid beeindruckend. Habt ihr was Geringeres erwartet, Mensch? Nein, es ist eine Ehre, dass wir euch begleiten dürfen. So ist es, und die werden wir gemeinsam schweigend genießen. Jawohl, meine Engel. Ich lach unter meinem Helm. Cry wird nur auf die interne Kommunikation schalten. Ist es so klug, sie mitzunehmen? Wir haben genug Platz. Und diese Milde kostet uns nichts. Außerdem haben wir Arbeiten unserer Feinde immer mit der Bevölkerung und den Zivilisten. Solche Taten machen vielleicht nicht viel aus, sie retten nicht viele Leben, aber sie setzt weiter das Bild des Imperators und der Engel, die wir nun mal sind, in die Welt. Das ist mitunter unsere Mission, denn sie kämpft gegen das Propaganda der Xenowesen. Bedenkt, dass wir auf diesem Planeten schon Zeichen für den Erzfeind gefunden haben. Können wir sicher gehen, dass sie nicht verdorben sind und den Makel weiter raustragen, weg von diesem Planetensystem. Wir werden sie natürlich durch die Inquisition überprüfen lassen. Aber im Moment stellen sie keine Bedrohung dar, wenn ihr wachsam seid, Brüder. Zivilisten, hattet ihr Kontakt mit einem Alien? Meint ihr uns? Nein, wir fürchten den Xenos. Aus gutem Grund. Hier gibt es so etwas nicht, das wird zwar behauptet, aber wir haben noch niemanden gesehen, der sich hier mit den Xenos einlässt. Und wer hat sie mit Waffen versorgt? Davon wissen wir nichts. Es gibt einige Aufständische, aber dazu gehören wir nicht. Und ich weiß auch nichts von Xenos-Wesen. Es hat natürlich auch niemand jemals einen Aufständischen gekannt. Also, wir sind hier am Rand, am Rand der Höllenmark, in der Mitte, dort wo die Makropole am größten ist, dort gibt es selbstverständlich auch Korruption und so etwas und einige Leute, die vom Licht des Gottimperators abgewandt haben, aber mit diesen Befleckten haben wir nichts zu tun. Natürlich nicht. Krei, halte ein. Es ist in Ordnung. Wir kümmern uns um die Tiamats. Habt ihr von ihnen gehört? Riesige Schlangen, die im Ozean herum. Es sind Wesen des Omnisia. Wisst ihr, wo einer ist? Zumindest waren zwei in der Höllenmark angedockt. Ob sie dort immer noch sind, das weiß ich nicht. Gib mir Koordinaten. Wie soll ich das machen? Die Koordinaten stimmen doch alle nicht mehr. Zumindest die ich vorher hatte. Die ganze Stadt ist gekippt, Mann. Mein Engel, Mann. Wenn wir ein Luftbild haben, könntest du uns zeigen, wo, an welchem Teil der Stadt sie vorher angedockt waren? Ja schon, aber sollten sie überlebt haben und eine Besatzung aufbringen, dann werden sie sich in den Ozean zurückgezogen haben. Also einen Tiamat könnten wir vielleicht kontaktieren, sobald wir an Bord des Thunderhawks sind. Eine Möglichkeit, unsere Brüder auszugraben, brauchen wir. Ja, das hat allerhöchste Priorität jetzt. Wir müssen unsere Brüder retten. Ja, und so könnt ihr dann nach und nach dann gewartet haben und an Bord des Thunderbird gehen.
Wer da also beim Andocken an das Thunderbird möchte ich darauf aufpassen, dass keiner von den Zivilisten irgendwie von dieser Statue rutscht oder so und denen ein bisschen helfen. Ja, beziehungsweise ja. Du kannst dir da auch werfen oder so etwas. Also der Abstand wird dann vielleicht nur ein Meter zur Statue sein. Das kann man auch springen, aber wenn man gerade auf so einem Kopf balancieren muss und die Stadt weiter untergeht, dann ist das natürlich auch keine alltägliche Situation. Ein kurzer Stoß dann in die Richtung, kannst du dann den 20 Zivilisten nach und nach dann eben reinhelfen. Was natürlich dann auch wieder dazu führt, dass Xerxes das wieder kommentiert. Dass das hier kein Almosenschiff ist, aber ja. Gabriel meint auch, dann kannst du dich ja gleich hinlegen und dich als Brücke nutzen lassen. Meinst du mich? Nein. Octavius. Ja, soll er mal machen. Krei, decke bitte unseren Rückzug. Du bist am beweglichsten. Ja, Bruder Krei wird dann Octavius helfen, die Zivilisten schneller in den Thunderhawk zu bekommen. Gut, das waren alle. Wir sind abfahrbereit. Kommt rein. Jo, wir kommen rein. Ich schließe die Luke. Alle wegbleiben. Und dann dreht er sich so ein bisschen leicht ab. Die Luke wird geschlossen. Ihr könnt dann sehen, wie weitere Wassermassen Teile der Höllenmark versinken lassen. Kurze Anmerkung. Ich spreche natürlich im internen Vox. Unsere und Bruder Octavius, ich muss anmerken, unser Ziel sollte vielleicht nicht sein, unsere Brüder, die momentan in Not sind, zu helfen, auch wie schwer mir das über die Lippen kommt, aber wir müssen diese Waffe ausschalten. Es wäre nur umso mehr, wenn ein weiterer dieser Schüsse abgefeuert wird. Das ist ein guter Einwand. Xerxes, hast du Verbindung zu unserem Schiff im Orbit? Kann ich zumindest aufbauen, ja. Ja, dann mach das. Und zwar zackig. Wie ist die Informationslage? Hast du dich nicht informiert? Wir standen doch nicht die ganze Zeit in Kommunikation. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Wir wollen wissen, wer verdammt nochmal auf diese Stadt schießt. Und unser Schiff soll eingreifen, wenn es kann. Ihr habt doch danach gebeten, die Laserbatterien runterzuschießen. Ach du Scheiße. Nein, das gibt's doch nicht. Selbstverständlich, die Iron Hands haben mein Signal angefunkt. Das konnte ich sogar über meinen Vox mithören. Die Iron Hands haben geschossen mit ihrer Laserbatterie. Stell mir sofort eine Prioritätsnachricht zur Flotte zusammen. Zu den Iron Hands oder zum Inquisitor? Zu allen. Zu allen? Moment, da muss ich ein paar Knöpfe drücken. Ja, und während er dann weiter aufsteigt, noch nicht ganz in den Orbit abdreht, aber zumindest mehr Höhe gewinnt, kannst du es nach und nach klicken und rauschen hören. Und dann kannst du die kratzige Stimme von eurem Interrogator hören. Selbstverständlich kannst du dann auch merken, wie wohl der Hochinquisitor dazugeschaltet ist. Xanthes hier, was wünscht ihr? Hier spricht Bruder Octavius von der Deathwatch. Stellt sofort das Feuer ein. Feindliche Kräfte haben unsere Kommunikation kompromittiert. Es gab keinen Feuerbefehl von uns. Ich wiederhole, keinen Feuerbefehl. Wir haben unsere Batterie nicht abgeschossen. Sehr wohl aber die Iron Hands unter Kommandant Felros. Dies wurde bestätigt. Er oder seine Iron Hands baten darum. Es befinden sich feindliche Kräfte am Boden, die unsere Kommunikation kompromittiert haben und die sich als befreundet ausgeben. Und wahrscheinlich haben diese um den Feuerbefehl gebeten. Feuer sofort einstellen. So verstanden. Seid ihr auf Tau getroffen? Negativ. Wir sind auf etwas weitaus Erschreckenderes gestoßen. Aber nicht über diesen Kanal. Hier spricht Kommandant Felros von den Iron Hands. Ich entschuldige mich für die Laserbatterie. Sollten wir Verluste angestellt haben. Ich fürchte, das habt ihr. Bitte stellt sofort das Feuer ein. Das haben wir bereits. Wir müssen sofort damit beginnen,
freundliche Kräfte aus dieser Stadt abzuziehen und versuchen, ob wir Zivilisten retten können. Meine Männer befinden sich immer noch an der Krone. Sie trafen dort auf Widerstand, der allerdings mit den heiligen Kräften des Imperators gebrochen werden konnte. Die Krone ist noch intakt? Die Krone ist intakt. Wie kommt das dann, dass wir keine Kommunikation mehr haben auf dem Planeten? Das können wir uns auch nicht erklären. Planetenweit ist sie eingebrochen. Das stinkt mir nach Xenotech. Zumindest habe ich noch von keinen Verlusten gehört, bevor nun das Vox weg war. Es ging alles relativ schnell. Nun, interne Kommunikation nur mit meinen Brüdern. Brüder, habt ihr eine Idee, wie wir das Dilemma lösen können, unseren Verbündeten mitzuteilen, dass die Alpha-Legion hier am Boden ist, ohne dass die Alpha-Legion das rauskriegt? Weil die wahrscheinlich mithören. Wir müssen wohl stark davon ausgehen, dass jegliche Kommunikation kompromittiert ist, wie... Ja. Das meine ich auch. Hat die Deathwatch einen internen Code? Da gibt's, glaube ich, sowas. Ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar eine Fähigkeit. Ordensruhen, Geheimzeichen. Geheimsprache gibt es. Ja, das habe ich mal. Warum habe ich das nicht? Man kann eine Geheimsprache lernen von verschiedenen Orden oder Unterorden. Geheimzeichen sind es nicht, es ist halt die Geheimsprache. Ja, hat jemand von euch das? Sicht. Aber nee, habe ich nicht aktiviert. Krai oder Kalai? Nein. Kalai gehört offiziell nicht zu der Front, dementsprechend kann er es nicht haben. Aber er ist Psioniker. Mit Kurzstreckentelepathie, das nutzt mir so auf 50 Meter was. Ja, gut. Also in Orbit kommst du damit zumindest nicht. Okay, wie sieht's aus mit unserem Pilot, dem seinen Namen ich mir nicht merken kann? Xerxes. Xerxes, kennst du den Deathwatch-Code? Ja, selbstverständlich, ich bin schon ein paar Jahre dabei. Du auch? Sei nicht so frech. So, pass auf. Übermittel unserem Hochinquisitor folgende Nachricht. Alpha Legion am Boden hat Kommunikation kompromittiert. Er bitte um Anweisung. Aha, so verstanden. Keine Taukräfte getroffen. Nur an den Hochinquisitor, ja? Ja. Alles klar. Einen Moment. Dann klickt es wieder und du merkst wohl auch, dass das Langstreckenvox zu all den anderen wieder unterbrochen worden ist. Ja, dann rauscht irgendwas in Maschinensprache auf deinem Helm vorbei und du bist der Meinung auch, dass das eine Kopie war, die an den Lord Inquisitor gegangen ist, aber dann eben auch an dich. Aber ich kann das nicht verstehen, ne? Na, also du kannst jetzt natürlich auch noch auf Tech-Sprache versuchen, also Lingua Technis, aber da ist ja zusätzlich noch Geheimsprache mit Verschlüsselung drin, das ist schon hoher Deathwatch-Inquisition-Standard, was da jetzt lang gerauscht ist. Ja, das ist gut. Also dafür, dass er wirklich Abschaum aus der Straße ist, so wie er zumindest aussieht und so wie er sich euch gegenüber benimmt, ohne Respekt, dieser Xerxes, ja, der muss wohl schon eine ganze Menge gesehen haben. Ja, der hat auch Glück, dass sein Nutzen seine Restlosigkeit überwiegt. Genau, das ist das Glück, dass er sich so benehmen darf. Gut, was wollt ihr in der Zwischenzeit machen? Ihr könnt auch sehen, die eine zweite Nachricht hinterher, und zwar, dass die Alpha-Legion Salamander, also 4 Salamander-Rüstungen erbeutet hat und jetzt als Salamander auftritt. Kenne ich die Seriennummern aus meinem ursprünglichen Team der Rüstungen? Ja, also Seriennummern, zumindest deren Maschinengeister, die standen ja auch in Kontakt mit deiner Rüstung und du könntest dann deiner Rüstung befehlen, dass sie dann so etwas weitergeben. Da kannst du dann wieder Kabel wahrscheinlich in die Rüstung von Gabriel einstecken, der das dann wieder dann über das Schiffskommuniqué an die anderen weitergibt. Also da sind dann auch in Anführungsstrichen sowas wie die Nummern drin.
Die Rüstungen sind genau. Selbstverständlich alle einzigartig, ne? Eben, ja, genau. Ist eine gute Idee, diese Rüstungen identifiziert werden können. Ja, das übermitteln wir dann mit der zweiten Nachricht.